Im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Es werden kommen von Norden und Süden, von Osten und Westen, die zu Tisch sitzen werden im Reich Gottes. Der Wochenspruch für die heute beginnende Woche spannt einen weiten Bogen. Nicht weniger als die vier Himmelsrichtungen machen den Raum auf, den das Reich Gottes umfasst. Das ist gewiss heute hier im Berliner Dom so. Hier sind Menschen aus Skandinavien und aus Spanien, aus Brasilien und aus Fernost. Und wenn wir alle die mitdenken, die an den Bildschirmen sich zugeschaltet haben, dann greift das noch weiter aus. Australien, Nordamerika, Kapstadt und Beirut, Südbaden und Vorpommern. Ihnen allen ein herzliches Willkommen zum Gottesdienst. Das ist ja die Reich Gottes Vorfeier in dieser Welt. Die Feier am gedeckten Tisch des Wortes und des Sakraments. Und für festliche Tafelmusik sorgt heute mit unserem Domorganisten Andreas Sieling Konstantin Wiesner an der Trompete. Und wieder macht die Bärbel-Wasack-Stiftung das möglich. Die gottesdienstliche Musik am Berliner Dom unterstützt sie seit 11 Jahren so treu. Wir sagen Danke für die Ermöglichenden und für die Ausführenden. Von Norden und Süden, von Osten und Westen. Und wir dürfen sachgemäß sicher ergänzen aus dem damals der biblischen Geschichte und dem einst der Erfüllung. Mit denen, die waren und mit denen, die sein werden. Das ist die Verheißung. Und nicht weniger, dass alle teilhaben an der Fülle des Lebens, das uns blüht. Dessen glänzt die Schöpfung. Davon strahlen die Geschöpfe. Und darüber jubeln auch wir. Nun jaucht dem Herrn alle Welt.
Lasst uns gemeinsam im Wechsel den Psalm auf diesen Sonntag beten, aus dem 86. Herr, neige deine Ohren und erhöre mich, denn ich bin elend und arm. Bewahre meine Seele, denn ich bin dir treu. Hilf du, mein Gott, deine Knechte, der sich verlässt auf dich. Denn du, Herr, bist gut und gnädig, von großer Güte allen, die dich anrufen. Vernimm, Herr, mein Gebet und merke auf die Stimme meines Lebens. In der Not rufe ich dich an, du wollest mich erhören. Herr, es ist für keiner gleich unter den Göttern, und niemand kann tun, was du tust. Alle Völker, die du gemacht hast, werden kommen und vor dir anbeten, Herr, und deinen Namen ehren. Dass du so groß bist und Wunder tust, und du allein Gott bist. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Lasst uns still werden vor Gott und beten. So sei es, großer Gott, dass alle kommen, die du gemacht hast, und anbeten. So sei es, dass deine Güte spürbar ist in den Weltgegenden, und so, dass ich mich im Raum deiner Wahrheit bewege und mein Herz auf deinen Namen hört. Aber ach, du weißt, großer Gott, wie es auch ist. Ich laufe herum und suche viel: Erfolg, Einfluss, Glück, Gesundheit und vergesse oft, von wem die guten Gaben kommen. Ich sehe fern und lese nach, wie es auch ist in der Welt, nichts zu sehen von deiner Herrschaft des Friedens, nichts zu hören von deiner Weisung der Gerechtigkeit. Ich lausche in mich hinein und bin so oft leer und arm und ichbezogen. Darum bitte ich dich, großer Gott, orientiere mich auf dich, wenn ich die Richtung wechseln will. Zieh mich zu dir, auch wenn der Weg weit ist. Heile mich durch dein Wort. Mach mich satt an deinem Tisch. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Gott hat sich über uns erbarmt. Wir können leben in seiner Gegenwart, denn so sagt Jesus Christus: Das Reich Gottes kommt nicht mit euch äußeren Zeichen. Seht, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Ehre sei Gott in der Höhe. Und
Lasst uns beten. Gott voll ungeahnter Möglichkeiten, zu dir kommen wir, weil wir deine Kraft brauchen. Schenke uns Mut, der unsere Ängste überwindet. Fantasie, die unseren Träumen Flügel leiht. Lass uns spüren, was uns lebendig macht und Leben in deine Schöpfung hineintragen, der du, eins als Vater, Sohn und Geistkraft, lebst und regierst von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Epistel steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im ersten Kapitel. Ich will euch nicht verschweigen, Brüder und Schwestern, dass ich mir oft vorgenommen habe, zu euch zu kommen, wurde aber bisher gehindert, damit ich auch unter euch Frucht schaffe, wie unter anderen Heiden, Griechen und Nicht-Griechen, Weisen und Nicht-Weisen bin ich es schuldig. Darum, so viel an mir liegt, bin ich willens, auch euch in Rom das Evangelium zu predigen. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die glauben, die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr ist König, des freue sich das Erdreich und seien fröhlich die Inseln, so viel ihrer sind. Das Evangelium für den heutigen Sonntag steht bei Matthäus im 8. Kapitel. Als Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach: Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der einer Obrigkeit untersteht und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er, und zu einem anderen, komm her, so kommt er, und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten: Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und von Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die äußerste Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappern. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann: Geh hin, dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und sein Knecht wurde gesund zu derselben Stunde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lasst uns gemeinsam unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Thank you.
Der Predigttext für diesen dritten Sonntag nach Epiphanias ist eine kleine, faszinierende Geschichte aus dem zweiten Buch der Könige im fünften Kapitel. Der Abschnitt, den die hier sind, vor sich haben, ist aber nur ein kleiner Teil der Geschichte. Und deshalb lese ich sie nicht vor, sondern erzähle sie lieber ganz. Vielleicht wird beim Erzählen deutlich, wie aktuell diese Geschichte sein kann. Es war einmal ein wichtiger, ein mächtiger Mann. Er könnte Valeri Vassiljewitsch Gerasimow heißen und aus Russland stammen, oder Herzi Halevi, dann käme er aus Israel, oder auch Mahdi al-Mashhad von den Hutu. Die Bibel nennt ihn aber Naaman, was so viel bedeutet wie der Angenehme, ein Militär im Dienst des Königreichs Aram. Hochdekoriert, ein Veteran auf dem Schlachtfeld, ein großer Stratege und erfolgreicher Feldherr. Der Held von Solferino, von Ramoth Gilead, von Trafalgar, nein, der nicht. Nelson starb ja bei seinem größten Sieg. Wie auch immer, Naaman mag der Angenehme heißen, doch er kann durchaus unangenehm sein. Aufbrausend, eine gewaltige Erscheinung, aber auch bereit zu gewalttätigen Entscheidungen. Berühmt, berüchtigt vielleicht und trotzdem als Mensch verletzlich und angreifbar, denn Naaman ist krank. Die Bibel nennt es Aussatz, aber Lepra ist es wohl nicht. Naaman lebt inmitten seiner Familie, verkehrt bei Hofe, reist mit Gefolge. Als Aussätziger hätte er sich isolieren müssen, unrein und ausgegrenzt, ein Schattendasein gefristet, immer am Rand des sozialen und physischen Todes. Eine Hautkrankheit ist es wohl, so viel lässt die Erzählung erkennen. Und wer jetzt an Neurodermitis denkt, und daran, wie er nächtelang ein weinendes Kind im Arm gehalten und versucht hat, es vom Kratzen abzuhalten, der wird nicht ganz daneben liegen. Ein nässendes, juckendes Ekzem kann auch einen gewaltigen Körper förmlich aus der Haut fahren lassen. Ein gutes Körpergefühl zum Ekel vor sich selbst verkehren. Und immer wieder das Leben. Alle Macht des Naaman, all sein Einfluss reichen nicht so weit, ihm Heilung zu verschaffen. Die Ärzte von Damaskus sind rat- und hilflos. Die Priester, denn Heil und Heilung sind noch nicht geschieden, die Priester ebenso. Nun hat Naaman bei seinem Feldzug nach Israel ein junges Mädchen verschleppt. Eine Geisel? Er eine Kriegsbeute, eine Sklavin, dem selbsternannten Herrenvolk unterworfen. Namenlos dient sie in seinem Haus, wird Kammerzofe von Frau Naaman. Und als solche hört sie die nächtlichen Wutausbrüche. Sie sieht die scharfen Hautpartien, riecht den Wundgeruch, die Schwefelsalbe. Ja, nicht zuletzt sie leidet mit bei seinem Leiden, denn auch ihr gegenüber fährt er schon mal aus der Haut. Und wieder das Leben. Ausgerechnet sie, die Verschleppte, die Recht- und Namenlose, bringt die Dinge in Bewegung. Sie hat gehört von dem Wunderpropheten in Samaria. Elisa ist sein Name, zu Deutsch Gott hilf. Den könnte er doch aufsuchen, schlägt sie vor. Der würde Naaman sicher heilen können. Und ausgerechnet auf ihren Rat hört der Held von Ramoth Gilead, der Oberkommandierende ihrer Entführer, der Nutznießer ihrer Versklavung. Zuerst kommen in dieser Geschichte die Dinge im Sozialgefüge in Bewegung.
Der General und seine Sklavin kommunizieren ja keinesfalls auf Augenhöhe. Aber weil er keinen Ausweg sieht, beschließt der General Naaman, dem Rat einer Sklavin zu folgen. Er könnte auch Valeri Gerasimov heißen und würde sich dann von Moskau nach Kiew aufgemacht haben. Oder Herzi Halevi von Jerusalem nach Gaza oder Mahdi al-Mashat von den Houthi-Rebellen nach Tel Aviv. Und wieder das Leben. Denn ohne die ganz große Diplomatie kann auch ein aramäischer Befehlshaber nicht ohne weiteres sich in Feindesland zur medizinischen Behandlung begeben. So geht also Naaman zunächst zu seinem König, Ben-Hadad, der sich an seine Nachbarn wendet, König Joram von Israel. Von Majestät zu Majestät erbittet er schriftlich Heilung für seinen General. Mit stattlichen Gastgeschenken und großem Gefolge macht Naaman sich auf die Reise nach Samaria. Der König von Israel jedoch wittert sogleich eine Falle. Was, wenn der König von Aram nur einen neuen Kriegsgrund sucht? Abweisen kann er den Gast nicht, denn die Macht liegt beim Aramäer. Heilen kann er ihn aber auch nicht, denn Macht und Geist sind schon geschieden, wenn auch nicht Heil und Heilung. Der König von Israel steckt in einer Zwickmühle. Als Verzweiflungsgeste bleibt ihm nur, nach orientalischem Brauch, sein Gewand ein wenig einzureißen. Und davon hört der Prophet Elisa. Ist er doch der ursprüngliche Adressat des Heilungswunders? Er lässt seinen König wissen, der könne den Aramäer ruhig zu ihm schicken. Schließlich gäbe es in Israel Propheten, die mit solchen Fällen umzugehen wüssten. Und so kam der Berg zum Propheten. Mit Rossen und Wagen das ganze Programm. Der die Macht hatte, kam zu dem, der nur das Wort hatte, aber mit ihm alles vermochte. Und wieder das Leben. Der machtlose Worthaber kehrt die Hierarchie um. Wortlos lässt er den Machthaber vor seinem Hause stehen. Nur ein Sprecher tritt vor die Tür und verkündet Naaman den überraschend nüchternen Therapieplan: 7 Waschungen im Jordan. Was tun Menschen nicht alles dafür, gesund zu werden? Sie ertragen schlimme Schmerzen. Wir nehmen weite Wege in Kauf, um Spezialisten zu konsultieren. Wir bezahlen obskure Hilfs- und Heilmittel, deren Nutzen wissenschaftlich nicht erwiesen, ja, in Frage gestellt werden muss. Wir hängen unser Herz an den letzten Strohhalm, wenn nur der Leidensdruck hoch genug ist. Wofür? Immer wieder für das Leben. Und sicher hätte auch Naaman alles Mögliche getan, wäre Elisa vor ihn getreten und hätte mit sorgenvoll gerunzelter Stirn den Kopf gewogen und dann von ihm verlangt, den Kot eines Klippdachses und das Gift einer Klapperschlange zu einem Brei zu vermengen, bei Vollmond damit seine Schrunden zu bestreichen und anschließend eine Woche lang immer bei Sonnenaufgang auf einem Bein hüpfend einen Tempel zu umrunden. Naaman hätte es sicher getan. Gegen Vorkasse, vermutlich. Doch nichts dergleichen. 7 Waschungen im Jordan. Auf Kassenrezept, ohne Chefarztbehandlung. Was für ein Affront! Empört wendet sich Naaman ab und macht sich auf den Heimweg. Nicht ohne einen Anflug von Nationalismus. Haben wir nicht in Damaskus die besseren Flüsse? Dafür mit Pauken und Trompeten, mit Rossen und Wagen und mit all seinen Mitbringseln ein rauschender Abgang. Und wieder das Leben. Es ist noch einmal sein Gefolge, das ihn umstimmt. Wieder hört der Mächtige auf die Ohnmächtigen. Die kennen ihn ja gut. Die kennen seinen Jähzorn, aber eben auch sein Leiden.
Versuch es doch, raten sie ihm. Es ist kein großes Ding, was soll schon schiefgehen? Naaman lässt schließlich anhalten, steigt in den mickrigen Jordan, der so viel unscheinbarer daher fließt als Abana und Papa in Damaskus. Man hat erwogen, ob Naaman nicht vielleicht doch ins Tote Meer stieg, in das der Jordan mündet, unten im Königreich Juda. Aber das wäre eine ganz unwahrscheinliche Reiseroute gewesen, nach Süden von Samaria aus, wo Damaskus doch nordöstlich liegt. Und das wäre eine ganz merkwürdige Rationalisierung dieser kleinen, faszinierenden Geschichte. Das Wunder der Heilung wäre wegrationalisiert. Heilung und Heil wären getrennt, wie Macht und Geist. Naaman steigt jedenfalls in den Jordan und nach dem siebten Bad, nicht Waschung nur, nein, ein Vollbad muss es dann doch schon sein, steigt er ans Ufer. Geheilt. Seine Haut ist wieder glatt wie die eines jungen Knaben. Wiederherstellung nicht nur, sondern Verbesserung. Nicht die suppenden Läsionen allein, auch die Kriegsnarben, die Zellulite, verschwunden. Ein Wunder. Naaman begreift das sofort und lässt umkehren zum Haus des Propheten. Diesmal scheint Elisa vor die Tür gekommen zu sein, denn die beiden sprechen miteinander. Der Umstand, dass er gesund geworden war, auf das Wort des Propheten aus Israel hin, ist für Naaman ein Gottesbeweis. Ein Beweis der Existenz des Gottes Israels allein. Siehe, nun weiß ich, dass kein Gott ist in allen Landen außer in Israel, bekennt er. Warum nur bleibt der Prophet völlig unberührt von diesem Glaubensbekenntnis des Fremden? Das müsste ihm doch sehr gelegen kommen. Weil der Glaube für das Wunder keine Rolle gespielt hat. Nur und allein das Wort des Propheten und die Ratschläge seiner Subalternen. Ein Zauberer ist Elisa im Grunde, der auf Effekte zielt, nicht auf Bekehrung. Und warum weist er dann fast brüsk den Versuch zurück, sich nun dankbar zu zeigen? Geschenke will der Prophet nicht annehmen, denn, so erklärt er später, es ist nicht an der Zeit, Silber und Kleider zu nehmen und Ölgärten und Weinberge, Schafe und Rinder, Knechte und Mägde. Ja, aber warum denn nicht? Warum ist es nicht an der Zeit? Und wird diese Zeit jemals kommen, in der wer heilt oder wer das Heil verwaltet, Silber und Kleider zu nehmen, berechtigt ist und Ölgärten und Schlossparks anlegen lässt und den ganz großen Wirtschaftsbetrieb aufzieht? Wird die Zeit kommen, in der im Gesundheitssystem Milliarden investiert und verbraucht werden? Erst als Naaman darum bittet, ja fast bettelt, ein wenig Erde aus Israel nach Damaskus mitnehmen zu dürfen, um dort auf heiligem Boden den Gott Israels anbeten zu können, stimmt der Prophet zu. Aber man hat beim Lesen den Eindruck, er gewähre ihm selbst das nur ganz widerwillig. Was für eine archaische Vorstellung auch, dass Götter erdgebunden wären. Schließlich erteilt Elisa dem Naaman ganz beiläufig Dispens für den Fall, dass der aus politischen Gründen gezwungen wäre, neben seinem König dem offiziellen Staatsgott zu opfern. Geh hin im Frieden. Mit diesen Worten wird Naaman endgültig entlassen. Und wieder das Leben. Gehasi,
Der theologische Referent des Propheten versteht seinen Chef und die Welt nicht mehr. Wenn der ihn schon geheilt und so nebenbei auch das Königreich Israel aus einer potenziell bedrohlichen Situation hinaus manövriert hat, dann hätte er ihm doch wenigstens die angemessene Bezahlung abknöpfen können. Also läuft Gehasi dem Naaman hinterher und mit einer Lüge gelingt es ihm, einen Großteil der Geschenke an sich zu bringen. Man ist versucht, an Maskendeals während der Pandemie zu denken. Elisa durchschaut Gehasi natürlich sofort und hängt ihm den Aussatz Naamans zur Strafe an. Auf das Heilungs folgt das Strafwunder. Wie in mittelalterlichen Heiligenlegenden. Und damit verlieren sich die Spuren Naamans aus Syrien im Dunkel der Vergangenheit. Eine faszinierende kleine Geschichte mit vielen Facetten. Immer wieder voll von Leben. Sie erzählt von Begegnungen über Grenzen hinweg. Grenzen der sozialen Schichtung, Grenzen der Nationalität, Grenzen der Freund und Feindschaft, Grenzen der eingeschliffenen Sichtweisen, Grenzen des Glaubens auch. Aber ich werde nicht so tun, als rechtfertigten diese Grenzüberschreitungen allein schon eine Predigt zu dieser kleinen, faszinierenden Geschichte. Denn diese Geschichte entwickelt sich ja um das Wunder herum. Das Wunder als Gottesbeweis. Wem sollte ich das mit gutem Gewissen predigen? Ein Prophet aus dem sagenhaften Dunkel der Geschichte steht mit der wundersamen Heilung eines Fremden gerade dafür, dass es einen Gott gibt in Israel? Wohl eher nicht. Aber das kann ich mit gutem Gewissen predigen. Elisa entlässt den aramäischen General mit den Worten: Zieh hin mit Frieden. Zwei Wörter im Hebräischen: Geh zum Frieden. Und in dieser Aufforderung kommen für mich all die Grenzüberschreitungen dieser Geschichte wieder zusammen. Begegnung über Feindesgrenzen hinweg führt zum Frieden. Begegnung über Standesgrenzen hinweg führen zum Frieden. Begegnung über eingeschliffene Wahrnehmungsmuster hinweg führen zum Frieden. Begegnungen über das Erwartbare hinaus führen zum Frieden. Naaman, dessen Weg nach Damaskus sich im Dunkel der Geschichte verliert, ist am Beginn seiner Reise zum Frieden, mit der Erfahrung von Heil im Rücken. Der römische Hauptmann aus dem Evangelium eben ist schon ein wenig weiter auf dieser Reise mit der Erfahrung des Heils voraus. Und wir, heute und hier, wo auf unserem Weg zum Frieden sind wir. Dieser Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne und leite unsere Wege in Christus Jesus. Amen.
Lasst uns miteinander, füreinander und für diese Welt beten. Du bist gut und gnädig. Du schenkst Licht und Leben. Du bist unser Gott. Krieg und Tod verdunkeln diese Tage. Wir sind ratlos und beklagen die Opfer. Dein Sohn zeigt den Weg zum Frieden. Wir bitten dich, sende deinen Geist und schenke Friedensgedanken. Streit und Wut bringen die einen gegen die anderen auf. Wir sorgen uns um das Zusammenleben in unserem Land. Dein Sohn weist den Weg, einander zu verstehen. Wir bitten dich, sende deinen Geist und schenke Versöhnung. Kälte und Hunger bedrücken die Armen. Wir fühlen uns hilflos und wollen doch helfen. Dein Sohn lehrt Solidarität. Wir bitten dich, sende deinen Geist und bekehre die Hartherzigen. Schmerzen plagen die Kranken. Die Angst um die Verschleppten bleibt. Unsere Verstorbenen fehlen. Dein Sohn rettet vom Tod. Wir bitten dich, sende deinen Geist und heile alle Wunden. Der Glaube an dich überwindet Grenzen. Die Bedrohten finden bei dir Zuflucht. Dein Sohn lädt alle an deinen Tisch. Wir bitten dich, sende deinen Geist und führe deine Gemeinde. Du bist gut und gnädig. Du schenkst Licht und Leben. Du bist unser Gott, himmlischer Vater, Jesus, unser Christus, Heilige Geistkraft, immer und überall. Der Herr sei mit euch. Erhebet eure Herzen. Lasset uns Dank sagen dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, zu allen Zeiten und an allen Orten zu danken und deine Güte zu preisen, dir, heiliger Vater, wunderbarer, ewiger Gott, durch unseren Herrn und Bruder Jesus Christus. Er ist wahrhaftig Gott und doch Mensch wie wir. Er lässt uns nicht allein in Krankheit und Not. Er kommt zu uns und schenkt uns Heil und Leben. Darum stimmen wir ein in das Lob aller Engel und himmlischen Scharen, mit allen, die uns im Glauben vorangegangen sind, und allen, die auf dich hoffen, beten wir dich an und bekennen ohne Ende. Amen.
Wir loben dich, Herr des Himmels und der Erde. Du hast dich über deine Geschöpfe erbarmt und deinen Sohn Mensch werden lassen. Wir danken dir für die Erlösung, die er am Kreuz für uns vollbracht hat. Wir bitten dich, sende auf uns herab den Heiligen Geist, heilige und erneuere uns an Leib und Seele, damit wir unter diesem Brot und Wein Leib und Blut Christi zu unserem Heil empfangen, wenn wir tun, was er uns geboten hat. Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's, gab seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmet und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr es trinkt, zu meinem Gedächtnis. Groß ist das Geheimnis des Glaubens. So gedenken wir, himmlischer Vater, deines Sohnes. Wir gedenken seines Leidens und Sterbens. Wir preisen seine Auferstehung und Himmelfahrt und vertrauen auf seine Herrschaft über alle Welt. Wir bitten dich, Gott, wie alle, die seinen Leib empfangen, ein Leib sind in Christus, so bringe deine Gemeinde zusammen von den Enden der Erde. Und lass uns mit allen Gläubigen voll Freude das Mahl feiern in deinem Reich. Durch Jesus Christus sei dir im Heiligen Geist Preis und Anbetung, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Thank you.
Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Auf dem Weg zum Tisch des Herrn. Eingeladen sind alle, die sich eingeladen wissen. Bitte kommen Sie durch den Mittelgang nach vorne. Dort empfangen Sie das Brot und an den beiden Tischen rechts und links vor den Stufen des Altars den Gemeinschaftskelch. Tauchen Sie die Oblate bitte in den Kelch, aber trinken Sie nicht. Wenn Sie trinken möchten, auf der Kanzelseite steht ein Tisch mit Einzelkelchen. Dort empfangen Sie das Abendmahl in unvergorenem Traubensaft. Durch die Seitengänge gelangen Sie dann wieder an Ihre Plätze zurück. Und nun kommt, es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist.
das stärke und bewahre euch im Glauben zum Leben. Lasst uns beten. Wie wird es erst sein, Gott unseres Lebens, wenn alle an deinem Tisch satt werden? Du schenkst uns eine Ahnung davon, im Mahl deines Sohnes, des Weltversöhners. Dafür danken wir dir und bitten dich, lass wirksam werden in unserem Alltag, zu unserer Stärkung und Heiligung, was wir heute empfangen haben. Und teile auch durch uns aus, was du allen geben willst, Leben und Frieden in Zeit und Ewigkeit. Hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne euch und behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über euch und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und gebe euch Frieden.